Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kartentrick. Ja, wir legen eigentlich gleich los. Es gibt viele mathematische Kartentricks, also keine, die wo richtig zauberhaft sind. Was laber ich da schon wieder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fangen wir an. Wir brauchen für diesen Trick von euch als Zuschauer eine ungerade Zahl. Nehmen wir zum Beispiel die 25. Wir zählen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Die Karten drehen wir um und werden die beiden Kartenstapel vermischen. Mit dem Riffle Shuffle oder wir können auch ganz normal mischen. Es ist vollkommen egal, wie wir diese Karten mischen. Sagen wir die 25 Karten nicht umdrehen. So, ihr seht, alle Karten sind komplett random. Auch nicht... Also in keiner Reihenfolge. Was ich jetzt machen werde, ist die Karten in zwei Hälften teilen und jeder Kartenstapel hat die gleiche Anzahl von Gesichtskarten. Also ihr versteht, was ich meine. Das einzige Problem dabei ist, ich mache es blind oder ich schaue die Karten dabei nicht an. Dazu brauche ich jetzt ein kleines Hilfsmittel, nämlich so eine Tüte. Und in die Tüte, Tragetasche, werde ich das jetzt tun. Ihr seht, wenn ich das, also die ist so und wenn ich kann da nicht reinschauen, ich tue die auch ganz hinten hin, also vertraut mir, es wird nichts passieren. So, also, ich werde die jetzt in zwei Hälften teilen und genau, jeder Stapel hat genau gleich viele. So. So, ich glaube, jetzt sind wir fertig. Okay. Gut. So, weg mit der Tasche und jetzt schauen wir uns das an. Wir zählen die jetzt ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Karten hier. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. That's the trick. Ja, wie funktioniert dieser Trick? Wie funktioniert er? Also, es ist eigentlich vollkommen einfach. Wirklich so einen einfachen mathematischen Trick. Ihr lässt euch von dem Zuschauer eine ungerade Zahl geben. Es muss auf jeden Fall von 1 bis 51 gehen halt. Aber 1 ist halt schon scheiße, weil... Ja, aber ja, sagen wir zum Beispiel, jetzt nehmen wir die 17. Jetzt nehmen wir 17 Karten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, jetzt haben wir diese 17 Karten hier und mischen die dazu. Es ist komplett egal, wie wir die mischen. So. Jetzt sagt ihr halt das Prozedere, was ihr machen werdet. Zwei Haufen, genau die gleiche Anzahl von Gesichtskarten und so weiter und so fort. Und dass ihr es blind macht, also ohne die Karten dabei anzuschauen. Das Folgende ist jetzt, ihr zählt die Karten ab, wo, von der Zahl... wo der Zuschauer euch gesagt hat, also 17 Karten zählt ihr ab. Wenn ihr das blind macht, dann macht ihr das halt hinter dem Rücken so, dass halt der Zuschauer das nicht sieht, dass das, weil das ist dann offensichtlich. Also und ihr legt sie, macht nicht so, sondern ihr legt sie so hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und dreht dann die Karten um. Das ist wichtig. Von den 17. Dann haben wir hier, wie man unschwer zu erkennen kann, weil das die einzige Karte war, die vorhin umgedreht war, haben wir hier 16. Und hier müssen dann auch 16 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das war der Trick. Ja,
Viele mathematische Tricks gibt es und ihr werdet auch einige davon sehen auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Ein Abo wäre auch schön und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Wahrscheinlich wieder mit einem Kartentrick, weil jetzt so ungefähr 20 Kartentricks kommen werden, wenn nicht sogar mehr, hintereinander. Aber nicht ganz hintereinander, vielleicht verteilt auf ein paar Tage. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, dass ihr mir einen Daumen hoch da lässt und ein Abo. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei einem Kartentrick von mir, St. Paul P. Nicht verpassen, bis dann und ciao!